nach Udo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ausstieg links.
Berliner Straße. Übergang zur U9. Ausstieg links. Wie viele rote Signale bis jetzt in den Videos kamen oder noch kommen werden. Also, ich weiß nicht. Ich weiß, dass da garantiert noch ein paar Tipps kommen, aber nur um mich zu ärgern. Genau. Und jetzt geht's weiter. Zug nach Udo. Einsteigen bitte. Wie war das jetzt mit dem roten Signal? Ich lach mich nicht. Was heißt ihr nicht sieht? Das ist rot, rot, immer rot, rot, rot. Von rot nach rot, immer rot nach rot. Was kommt da wohl als nächstes? Na rot! Zurückbleiben bitte. Stehen bleiben. Und wenn nachher eh wieder rot ist, dann fahre ich nicht weiter. Vergesst, du könntest zu Fuß gehen. Ganz bald. Aufgrund einer Signalstörung von Signalbegriffen, die einfach nur sagen, wir gehen nach rot, obwohl wir vor uns schon Zug fährt, auch wenn wir jetzt einer später was wieder direkt. Und die Signale uns hier etwas stundenlang stehen lassen, verzögert sich die Weiterfahrt auf eine gewisse Ewigkeit. Und diese gewisse Ewigkeit ergibt zusammen von kleinen, im ganzen komplexen System. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nur, wenn ich rot war. Und rot kommt immer mehr rum. Bei rot vorbeifahren. Thank you.
Haus steht links. Runter hier mit dem Sound. So. Zurückbleiben bitte. Straße. Ausstieg links. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Kleistpark. Übergang zum Metrobus. Ausstieg links. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Teil 4.